Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem sehr besonderen Video, wie ich finde. Heute steht alles im Zeichen des Kürbisses. Ich dachte, es passt ja auch ganz gut, weil es ist jetzt Oktober und dieses Video wird ja am letzten Oktoberwochenende und vor Halloween noch rauskommen. Und deshalb nehme ich euch heute den ganzen Tag über mit. Also wir fahren gerade nach Kleistow, das ist in Brandenburg, eine Kürbisausstellung mit tatsächlich über 100.000 Kürbissen, die da verarbeitet worden sind. Und über 500 Arten, glaube ich, stand da auch. Und wir waren da schon letztes Jahr und wir fanden das da total schön einfach. Also es ist auch was für die ganze Familie, aber wir beide fahren da auch ganz gerne hin. Weil es hat einfach so einen ganz besonderen Flair und man ist einfach so richtig in Herbststimmung. Und ja, also wir freuen uns total. Wir sind da jetzt jedenfalls auf dem Weg hin und ich würde sagen, ich nehme euch wieder mit. Also wir sind jetzt angekommen und als allererstes geht's für uns ins Wildtiergehege. Da kann man einfach Rehe und so sich anschauen. Also let's go! Also den Rollkragenpulli, den habe ich von Zara, der Rock ist von Mango, die Strumpfhose ist von Rewe tatsächlich, die Ballerinas sind von H&M und der Mantel ist von Boss und dazu habe ich meine Louis-Vuitton-Tasche. Und so machen wir heute den Spargelhof unsicher. Ich bin echt gespannt auf die Kürbisausstellung. Und was sagst du? Magst du auch einen Outfit-Check machen? Mm-mm. Da sind Ziegen. Also wir gehen jetzt vom Wildtiergehege weiter in den Streichelzoo und danach dann zur Kürbisausstellung. Und ich finde die Rehe, die sind einfach so wunderschöne Tiere. Also klar, sie sind super scheu, deshalb sind sie auch leider weggegangen. Aber sie sind einfach so wunderschön, oder Schatzi? Ja, aber da ist eins. Hier ist natürlich auch ein Wildschwein, wie ihr seht. Das ist aus Waldholz nachgebaut. Aber wie gesagt, für uns geht es jetzt erstmal zum Streichelzoo. Ich freue mich total. Thank you.
Also, unsere Kuscheleinheit für heute ist auf jeden Fall erfüllt. Jetzt geht's weiter zur Kürbisausstellung. Und da vorne sieht man auch schon den ersten Kürbis, der zusammengesetzt ist aus super vielen. Ich zeig's euch mal. Hier ist auch super vieles Interaktives, also zum einen diese paar Fotospots, die ihr jetzt gerade gesehen habt, zum anderen kann man hier auch Tic-Tac-Toe spielen, einfach mit Kürbissen, und deshalb werden wir uns jetzt ein kleines Spiel auch nicht entgehen lassen. Und the winner ist... Hier sind jetzt ein paar von den Riesenkürbissen. Der hier wiegt einfach über 400 Kilo. Wahnsinn. Und hier sind die Sieger von den schwersten Kürbissen. We'll be right back.
Ausblick und es war tatsächlich ein richtig, richtig schöner Ausflug. Also den können wir eigentlich wirklich nur empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch super schön für Familien mit Kindern natürlich, weil da halt auch super viele Spielplätze sind und der Streichelzoo, der natürlich auch ein Highlight für uns auf jeden Fall war. Aber ansonsten ist es halt wirklich beeindruckend. Also zum einen, was da wirklich für Skulpturen mit diesen Kürbissen gebaut werden, aber auch zum anderen, wie groß dieser größte Kürbis jedes Jahr aufs Neue ist. Also es ist wirklich verrückt. Aber es ist auch total schön und auch einfach total schön alles hergerichtet und mit einer richtigen Liebe zum Detail. Also wir waren danach ja noch, wie ihr gesehen habt, bei dem Backshop, wo auch alles mit Kürbissen dekoriert und geschmückt ist und auch schon alles ready gemacht wurde für Halloween, glaube ich. Und danach waren wir auch noch im Hofladen, wo wir uns natürlich auch Kürbisausschnittsbesteck gekauft haben. Da wird heute Abend auf jeden Fall noch unser Kürbis dran glauben und fit gemacht, auch für Halloween als Deko. Das ist bei uns so eine Tradition, wir schnitzen tatsächlich jedes Jahr immer einen Kürbis, genauso wie wir auch jedes Jahr eigentlich ein Pfefferkuchenhaus bauen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, so einen richtig schönen jurafreien Tag einfach mal zu machen. Und ich bin richtig in Herbststimmung, ich bin richtig gehypt, ich freue mich total. Und ja, wir nehmen euch natürlich weiter über mit, aber jetzt geht's für uns erstmal nach Hause. Also wie ihr vielleicht jetzt schon erahnen könnt, weil ich was anderes anhabe, ist jetzt tatsächlich schon der nächste Tag. Aber wir haben gestern überraschenderweise tatsächlich keinen Kürbis mehr gefunden. Das haben wir erst heute gemacht. Und deshalb hat sich das alles dann auf heute verschoben quasi. Aber wir haben heute einen richtig schönen gefunden noch. Und der wird jetzt gleich geschnitzt. Und danach gibt es dann auch noch eine Kürbissuppe. Und dabei nehme ich euch natürlich auch mit. Ich hoffe, euch gefällt das Video soweit. Lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wirklich über jede Unterstützung. Und folgt mir auch super gerne. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt für uns ans Kürbisschnitzen. Weil wir haben ja gestern schon das passende Equipment bei der Kürbisaufstellung gekauft. Und deshalb würde ich sagen, let's go! Euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Thank you.